Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es wieder geschafft zu meiner neuen Folge. Typisch Sven, heute bauen wir, ich zeige euch am besten, wie man einen Spannungswandler einbaut. Einmal einen kleinen 300er, ohne jetzt über die Steckdosen zu gehen. Kann man alles wunderbar über die schöne Sicherung gehen. Und ich war diese Woche bei DAF gewesen. Die haben mir den restlichen Anschluss gelegt, oder besser gesagt, die haben angeschlossen den 2000 Watt Wandler. Der ist für Mikrowelle, alles was ein bisschen mehr braucht als 300 Watt. Und das gehen wir jetzt, und das will ich euch jetzt zeigen. Von daher fangen wir jetzt mal an. Also seid gespannt. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, wir sind jetzt auf dem Beifahrersitz wieder. Ich zeige euch jetzt hier erstmal den kleinen Wandler von Allride. Nicht die beste Marke, kriegt man aber überall. 24 zu 230 Volt, 300 Watt. Abgesichert hier hinten noch extra mit einer 10 Ampere Sicherung. Das ganze Minus-Plus-Kabel habe ich zusammengebunden oder fertig gemacht mit einem Kaltionenstecker, der nach draußen geht. Wird auch noch hier unten noch fertig gemacht. Ja, das Minuskabel zeige ich euch gleich. Das ist im Prinzip, kommt das noch. Das Pluskabel habe ich hier angeschlossen. Das kann man da wunderbar hier anschließen mit zusätzlicher Sicherung von 20 Ampere. Hier unten könnt ihr euch noch erinnern, das ist noch der Anschluss oder der Stromanschluss von der Bassbox. Ja. Ich denke mal, das Minuskabel zeige ich euch gleich noch, aber dafür muss ich erstmal hier unten wieder alles auseinanderbauen. Und für den großen werde ich jetzt die beiden Schrauben hier lösen, weil dahinter dann das Plus ist. Eine Ewigkeit später. So, hier haben wir jetzt alles offen für den großen Wandler, 2000 Watt. Hier könnt ihr den Strom nehmen, das ist der Anschluss A1, der ist offen, also da ist nichts drin, da müsst ihr aber, die Steckverbindung kostet bei DAF ungefähr roundabout 7-8 Euro, also jetzt nicht die Welt, ist aber wichtig, weil passt. Dazu kommt dann, hier oben ist dann die Sicherung, das ist so eine Sicherung. Das ist hier zum Beispiel eine 80 Ampere Sicherung, drin ist jetzt eine 100 Ampere Sicherung und wenn die durchknallt, das hört man. Und die ganze Kabelverbindung geht jetzt nach unten, das heißt wir werden jetzt nochmal den ganzen Fußraum lösen, weil wir müssen auch nach unten wegen dem ganzen Minus gedönst. So, wir sind jetzt hinter dem Kabel. Ihr habt ja gesehen, das rote Kabel habe ich als Minuspol genommen. Also oben und also ich, oben ist es noch rot, aber es wird später schwarz nach der Sicherung. Und hier könnt ihr Minus nehmen. Hier ist auch eine dicke Schraube, könnt ihr wunderbar ranschrauben und hier ist auch genug Platz, wie ihr dann da durch könnt. Für den kleinen Wandler könnt ihr hier Minus nehmen. Hier ist dann, da sind jede Menge Minuspole. Und wir haben, ihr müsst nur einmal diese Klappe aufschrauben, das sind zwei Schrauben, macht ihr so, passiert nichts. Könnt dann mit einem Schlitz, könnt ihr dann aufklappen und dann hättet ihr eigentlich alles. So, wir sind jetzt im Fußraum, hier sehen wir das Minuskabel, hier das Pluskabel, da sehen wir ja noch den kleinen Wandler. Das Wunderbare können wir jetzt wunderbar so hoch. Ich habe ihn momentan hier hinten hinterm Sitz befestigt, weil das rote Kabel noch ein bisschen zu kurz ist. Das wird dann später in den Stauraum reingepackt. Und ja, das war's. Also mehr ist es nicht. Es ist eigentlich nicht viel Arbeit. Es dauert nur ein bisschen, den Fußraum rauszubauen. Und ja, das ganze Kabel reinzulegen, und wenn man das soweit alles schon fertig macht, dann spart man sehr, sehr viel Zeit in der Werkstatt. Und was solche Sachen in der Werkstatt kosten, da kostet, glaube ich, bei DAF kostet eine Stunde circa 80 Euro und die spart man locker. Und da muss man nur noch bei DAF vorbeifahren, sagen, hier
könnt ihr den Rest anschließen, also das Kabel reinstecken. Das war's. Die gucken nochmal nach. Die gucken ja auch nur, wie die Verkabelung angeschlossen sind und wie der Ein- und Ausgang ist. Wie das Kabel liegt oder liegt, ist denen das scheißegal, weil man kann auch 30 Meter durch den ganzen LKW ziehen und da müsste man nur ein dickeres Kabel nehmen. Von daher, ich wünsche euch noch was. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr gut gefallen. Wenn ja, möchte ich gerne, dass ihr auf jeden Fall einen Daumen hoch und für die nächsten Folgen nicht vergessen, einfach mal abonnieren.